deswegen fahren also wir jetzt vorgegangen. Passt wirklich auf, dass ihr nichts anstoßt. Denkt an eure Nachbarn. Das heißt, wenn wir sehr viel mit Sessel rücken, dann überlegt euch, wie intensiv ihr das macht und so weiter. Ihr wisst schon, was ich meine. Und wir haben jetzt zwei Utensilien da. Das eine ist ein Besen oder ein besenähnliches Gerät. Und das andere ist ein Sessel. Da habe ich gehofft, dass er einen Sessel hat. Und ich glaube, der Rest hat auch einen Sessel in der Wohnung. Also das müsste passen. Ja, gut. Jetzt starten wir mal mit Aufwärmen. Wir haben die Hände in der Höhe. Wir drehen die Hände nach unten und wieder nach oben. Ja. Das ist sehr locker werden. Wir werden heute relativ viel gehen, also auf die Füße achten. Und deswegen achtet, dass ihr beim Gehen jetzt ganz locker seid. Ganz weit nach oben und vor und zurück gehen. Sehr gut. Mit zur Seite, aber jetzt versucht man gerade zu wippen. Gerade zu wippen. Also schaut, dass die Hände eine Linie bilden und der Körper wippt mit und wieder normal gehen. Dass ihr merkt, dass die Beine automatisch es richtig machen. Ja? Die Beine, du nimmst immer automatisch das richtige Bein, du kannst das falsch nicht nehmen, ich kann es nicht das andere Bein nehmen. Ja? Sondern automatisch geht es richtig. Ja? Nehmt immer das gute Bein. Ganz weit nach unten. Ganz weit nach oben. Nächste Übung. Wir bleiben jetzt 2 Sekunden gestreckt, so wie wir sind. Andere Seite. Und 21, 22. Und andere Seite. 21, 22. Okay. Ausschütteln. Ja. Ausschwingen. Ja. Und die andere Seite wieder. Wir gehen wieder, links, einmal schwingen, rechts einmal schwingen, links einmal schwingen, rechts einmal schwingen. Haben wir, ich zeige es euch von der Seite, jetzt gehen wir wirklich einen starken Schritt. Ganz das Knie in der Höhe und ganz nach unten. Die nächste Sache ist, wir gehen so nach vor und gleichzeitig mit den Händen nach unten. Richtig Atem. Ja. Wir gehen in den Kieferpatschi, das heißt nicht Schulterbreite, sondern doppelte Schulterbreite. Und das ist so richtig diese Kieferarbeit. Ja. Und jetzt gehen wir beide Hände in die Höhe und greifen nach oben und ziehen etwas nach unten. Wir greifen nach oben und ziehen nach unten. Und ziehen nach unten. Und wir ziehen nach unten. Nach unten ziehen. Vorne greifen und nach hinten ziehen. Und hinten ziehen. Und nach hinten ziehen. Jetzt von unten nach oben ziehen. 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 Nach oben ziehen, nach vorn drücken. Nach oben ziehen, nach vorn drücken. Und immer dann runter geht. Also nach oben ziehen, nach vorn drücken. Nach oben, nach vorn. Gehen in die Hocke hinein, haben beide Hände hier und einmal vor, zweimal vor. Einmal, zweimal. Einmal, zweimal. Wir treffen uns neu in der Mitte. Wieder auslockern, ein bisschen ausschütteln, ein Bein stehen und lange Zeit lassen. Auf die Hände. Schön. Ich kann euch sehr gut sehen, alle. Ja? Unser Bein kommt von hinten nach vor und dreht und geht wieder in die Kampfstellung. Unser Bein kommt von hinten vor und geht wieder in die Kampfstellung. Von hinten vor und geht wieder in die Kampfstellung. Vor und Kampfstellung. In die Höhe und wieder in die Kampfstellung. Das Ganze auch mit dem anderen Bein, mit dem anderen Bein nach hinten. Nach vor
in die Kampfstelle. Vor, in die Kampfstelle. Schön auslockern in der Hüfte. Wieder Seitenwechsel. Nach vor und nach hinten. Nach vor